Commander! Das war so richtig knapp. Ich versichere Ihnen, wir haben das Richtige getan. Ackerman brachte die ganze Welt in Gefahr mit dieser verrückten Aktion. Und das, während wir im Krieg sind mit dem Reich der aufgehenden Sonne. Sir, ich habe es eben aus sicherer Quelle erfahren. Das oberste Shogunat hat morgen in Tokio ein Meeting. Das bedeutet, alle Generäle des Reichs sind gleichzeitig an einem Ort? Ja, Sir. Wir können sie mit einem Schlag erledigen. Brillant. Wir müssen unverzüglich handeln. Ich kontaktiere die Sowjets und informiere sie eingehend. Commander, jetzt kommt es drauf an. Zeigen wir diesem Reich der aufgehenden Sonne, dass ihre ach so göttliche Bestimmung nur ihrer kranken Fantasie entspringt. Ich bin sehr froh, wir haben Sie unversehrt wieder, Commander. Exzellente Arbeit am Mount Rushmore. Kann es jetzt losgehen? Sie können später den Commander anmachen, Lieutenant. Denn jetzt gibt es erstmal Arbeit. Ich habe doch gar nichts getan, Sir. Ich wollte nur ein bisschen freundlich sein. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei Command & Conquer am Schwurot 3, Tokio Hafen, die letzte Abendröte. So eine gute Gelegenheit kommt nicht zweimal. Solange sich Prinz Tatsu und das gesamte kaiserliche Shogunat an einem Ort aufhalten, können wir ihre gesamte Kommandostruktur zerschlagen. Dummerweise ist der Hafen von Tokio der Standort ihrer größten Streitmacht. Also bedarf es wieder der Kooperation mit den Sowjets. General Krukows Truppen sind unterwegs, aber sie müssen die Stellung halten bis zu ihrer Ankunft. So, ach, der lebt noch. Ja gut, dann, okay, cool. Zeit ist reif für unseren gemeinsamen Angriff auf die militärische Infrastruktur im Hafen von Tokio. Die sowjetischen Truppen wurden unterwegs abgefangen. Sie sind also bis zum Eintreffen der sowjetischen Verstärkung auf sich gestellt. Ihre Befehle lauten wie folgt. Versenken Sie die Schlachtschiffe, die die sowjetischen Schiffe binden. Viel Glück. Gut, halte ich wie immer für machbar, aber naja, das habe ich ja schon bei der letzten Mission gesagt, wo wir ziemlich aufs Maul bekamen. Wir haben nur einen Versuch und es wird nicht einfach sein. Aber mit Hilfe der Sowjets müssten wir es schaffen, das Reich der aufgehenden Sonne zu besiegen. Die Sowjets sind unterwegs, aber sie müssen die Stellung halten bis zu ihrer Ankunft. Na nun, was waren das denn für Geräte? Egal. So, jetzt erstmal Basis aufbauen. Ah, sehr schön. Prospektor einsatzbereit. Oh, nur eine Geldquelle. Das ist ja mal gar nicht schön. Aber, ja, wobei hier hinten ist noch ein bisschen Geld. Los, jetzt machen wir ihn die Hölle heiß, Commander. Ich bin bei Ihnen und ich will diesen Krieg gewinnen. Ja, wenn du bei uns bist, was kann da nur schief gehen? Wir sollten erstmal ein paar Verteidigungstürme bauen. Eindringling, mein Wille ist stark. Meine Klinge ist scharf und meine Ahnen sind legendär. Sie sind keine Herausforderung für mich. Mhm. Bau abgeschlossen. IFV erwartet Befehle. Wo brennt's? IFV erwartet Befehle. Gehen wir Hallo sagen. IFV bereit. So, dann jetzt erstmal gucken, dass wir die hier wegkriegen. Sonst ahne ich Schlimmstes. Ach, guck mal, er hat im Gegensatz zu uns schon ein paar Trüppchen, das ist doch toll. Ich wollte gerade sagen, warum ballern hier so Tümpchen da nicht drauf? Ach, weil die nicht Gebäude angreifen, okay. So, machen wir hier jetzt erstmal die erweiterte Freigabe. Hey, mein IG erwartet Befehle. IFV bereit. Greifen wir an. So, schieß mal bitte mit drauf. IFV erwartet Befehle. Neue Bauoption. Will jemand mitfahren? So, übrigens habe ich von Bischamon mal den Tipp bekommen, dass man doch mal Tanya mit einem IFV kombinieren sollte, weil da was ziemlich Feines bei rauskommt. Bin gespannt. Ich werde es bei Gelegenheit mal machen. Weiß noch nicht, ob in dieser Mission, weil ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, inwieweit das Sinn macht. So, wir machen hier jetzt erstmal die erweiterte Freigabe.
feindlicher Stützpunkt entdeckt. IRB erwartet Befehle. Na, wer kommt denn da wieder zum Spielen? Ich bin zu allem bereit. Dann wollen wir mal. Wow. Fahren wir los. Also los. Alles klar, auf Sie. So, holen wir mal ein paar vom Himmel. Ja, okay, das ging doch ein bisschen schnell. Aber man will ja nicht meckern, ne? So, was nehmen wir denn hier als erstes? Ja, nehmen wir die verbesserte Luftfahrt. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoption. So, und schon haben wir die nötige Technologie für die Flugzeugträger. Das finde ich super. Was ich aber nicht super finde, ist, dass wir hier nur diese eine Geldquelle haben. Das macht mir immer noch ein bisschen Magenschmerzen. Aber perspektivisch, denke ich mal, wird sich da noch, mal die Karte erweitern. Und dann finden wir bestimmt noch die ein oder andere. So, jetzt überlege ich gerade, was will ich zuerst aufbauen? Will ich mir erst eine Seestreitmacht aufbauen oder erstmal was für Air Support? Kommandant, beeilen Sie sich! Ebnen Sie unseren Landungstruppen den Weg! Na komm, wir machen erstmal hier was für unsere Luftstreitmacht. Okay, wir haben ein Zeitlimit, das finde ich natürlich mal ganz toll. Warum drehst du immer nur ab? Warum schießt du nicht mal? Du Depp. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Kommandant, die Armee der Sowjetunion verspätet sich. Aber wir sind unterwegs. Ihnen steht schon bald die geballte Macht der sowjetischen Marine zur Verfügung. Mhm, cool, cool. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Alles ist gut. Bau abgeschlossen. So, dass wir endlich mal ein bisschen mehr Energie zur Verfügung haben. So, jetzt gib uns mal bitte den letzten Roffelkopter hier, damit wir anfangen können, die Türme platt zu machen. Ist ja eigentlich ein optionales Ziel? Ja, muss ja, ne? So, dann fangen wir mal an, die Türmchen wegzubomben. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Kommandant. Naja, Umstände außerhalb unserer Kontrolle. Ich bin sicher, Sie verstehen. Wieso, glaube ich, die werden uns jetzt in den Rücken fallen? Weiß man nicht, ne? Präzisionsangriff bereit. Ziel wählen. So, hauen wir erstmal da einen raus. Dann haust du mal dieses Türmchen da weg. Und so ballern wir uns dann nach und nach durch. Vindicator ist einsatzbereit. Soweit zumindest die Theorie. Mal sehen, was die Praxis davon hält. So, ein weiteres Türmchen weg. Hatte ich gerade noch mal 10? Habe ich echt schon einen verloren? Schade. Will jemand mitfahren? Reparierst du eigentlich auch? Jawohl, sehr schön. So, ihr seid wieder voll mit Munition. Holen wir uns noch ein paar Flugzeugträger. Kein Bock mehr, Ewigkeiten hier zu warten. Zack und weg. Ich hätte auch gerne eigentlich die Sentry-Bombe, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir die jetzt aktuell leisten sollte. Ich meine, dann blockiere ich halt den Bau der Flugzeugträger, weil das Geld dann dahin geht.
Ach, sehr schön, er hat auch schon einen Flugzeugträger. Wunderbar. Alles ist gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Leite Bombardierung ein. So, wir hauen jetzt erstmal die ganzen Türme weg, damit wir die auf jeden Fall schon mal los sind. Wo brennt's? Eine Einheit wird angegriffen. Präzisionsangriff bereit. Will jemand mitfahren? So, jetzt haben wir da hinten nur noch ein Türmchen. Ziel wählen. Gucken wir mal, was der Präzisionsangriff hier anrichtet. Hallo? Präzisionsangriff? Achso. Ziel wählen. Ah, toll. So, jetzt reagiert er auch. Ja, genau, fahr zur Seite, du Sack. Oh Mann, ey. Du Lappen. So, drei Flugzeugträger sollte doch schon mal eine halbwegs ansehnliche Streitmacht sein. Aber jetzt sehe ich gerade das Problem, wir haben noch keine Luftabwehr hier stehen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Luftflotte, sagen Sie, was zu tun ist. So, jetzt kommen die Sowjets. Naja. Kriegen die wohl oder übel aufs Maul? Tut mir leid, Kommandant, aber unsere Truppen sind zu weit weg, um es rechtzeitig zu schaffen. Wir können Ihnen leider nicht helfen, aber dafür gebührt der Ruhm des Sieges Ihnen allein. Falls Sie tatsächlich siegen. Ach, schön! Ja, und jetzt sind die auch weg. Wunderbar. Einsatzziel erreicht. Gut, gib bitte halt keine Verstärkung. Schön! Schlimme Nachrichten, Commander. Die Sowjets, sie kommen nicht. Wir haben keine weiteren Informationen, aber wie es aussieht, lassen sie uns verhungern. Sie müssen allein ihren Mann stehen, ohne ihre Hilfe. Eine sehr viel bessere Chance, das Reich in die Knie zu zwingen, werden wir nicht kriegen. Gut, versuchen wir es mal. Einheiten entdeckt. Oha. Ich bin einsatzbereit. Entdeckt. Warnung. Psi-Dezimator geortet. Ein was? Sie scheinen von ihren Freunden verlassen worden zu sein. Ob sie vielleicht erkannt haben, dass sie ein Verlierer sind? Wieso glaube ich, das macht jetzt Rums? Warnung. Ein Psi-Dezimator wurde aktiviert. Okay. Wir haben einen Sammler verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Und wie zur Hölle soll ich das jetzt bitte schaffen? Maschinen voraus. Unterbrochen. Präzisionsangriff bereit. Neue Raumfahrzeuge erwartet. Sie müssen also versuchen, die Mission mit den verfügbaren Ressourcen zu Ende zu bringen. Hä? Verlegen Sie Ihre Truppen mit Hilfe unserer Chronosphäre, um die kaiserlichen Truppen einzukreisen. Viel Glück. Aha. Sie wollen uns versenken. Na ja. Oh, toll. Einheiten entdeckt. Wie zur Hölle soll ich das jetzt bitte noch irgendwie schaffen? Wenn Sie es anordnen, könnte ich Ihnen in die Flanke fallen, Sir. Ja, toll. Wie soll ich das denn bitte machen? Ah. Ja, demontieren, um den zur Chronosphäre zu bringen. Ja, schön. Und wie soll ich das jetzt bitte nutzen? Oh. So, verlegen wir mal eben den. Ach, das geht. Ja, schön. Ah, warte mal. Okay, heißt das jetzt, kann ich doch hier stehen bleiben? Ach so. Tun Sie Ihr Bestes, Commander. Wir werden nie wieder so eine Gelegenheit erhalten. Machen Sie was draus. Was ist das denn? Hm. So, kriege ich jetzt wenigstens hier hinten der Gerät.
Ah, toll. Jetzt muss ich erstmal hier alles neu aufbauen. Aber hey, jetzt sehen wir... Ah, jetzt haben wir unten die zweite Geldquelle. Das finde ich super. Warte mal. Ich klappe den mal zusammen und baue den mal hier hinten wieder auf. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Neue Bauoption. So, jetzt erstmal wieder schön klein klein alles aufbauen. Traumhaft. Ach, ich glaube, ich sollte erstmal hier nach der zweiten Geldquelle gucken. Ach, wie ich diese langsame Anfangsphase hasse. Aber gut, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, dass unsere ganze Basis zerstört wurde vorhin. Das war wirklich schlimm. Na, ah, jetzt haben wir noch nicht mal Abwehrkanonen, weil wir keinen Saft mehr auf der Spritze haben. Schön. So, wer hat hier aufs Maul bekommen? So, versuchen wir mal dem ein bisschen zu helfen. Hat ein bisschen was gebracht, aber eben leider nur ein bisschen. So, kümmern wir uns erstmal um eine Luftstreitmacht. Dann gucken wir, dass wir diese Insel als erstes platt machen. Damit wir da an die entsprechenden Geldquellen kommen. Ich meine, ja, es wird noch ein wenig dauern, dessen bin ich mir bewusst. Hey, guck mal einer an, wir haben ja noch ein paar Pünktchen. Mal gucken, ob die da was bringt. Okay, so ist also die Reichweite von den Dingern. Schön. Verbindung aufgebaut. Heißt, die könnten theoretisch hier rüber schießen. Okay, vielleicht auch noch. Egal, wir machen jetzt erstmal, kümmern wir uns um unsere Luftstreitmacht. Bevor wir dann gleich hier hinten hin expandieren und wieder unsere Flugzeugträgerflotte aus dem Boden stampfen. Na, Gott sei Dank. Das war nur ein kleiner Test. Jetzt werde ich nicht mehr so gnädig sein. Sicher, sicher. Reparatur läuft. Unser Verbündeter wird angegriffen. Reparatur läuft. Verstanden. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So, eine Fahrzeugfabrik wäre durchaus auch angebracht, aber erstmal brauchen wir noch ein bisschen Saft auf der Spritze. Und wir sollten hier mal ein bisschen was verbessern. So, geh doch mal ein bisschen näher ran. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wie gehen wir vor? Feindliche Einheiten entdeckt. Bin auf 6 Uhr. Bombe bereit. Rücke vor. So, mal ein bisschen den Bums erhöhen. Jetzt kommt er mit dem Erzsammler daher, ich glaube es ja wohl. Weil, kannst du damit eigentlich auch den Vorpost machen? Bestimmt, ne? Angegriffen.
So, wo könnten wir denn zuschlagen? Erstmal das Türmchen da platt machen. Fangen wir mal damit an. Was? Miesen Penner. So, mach direkt mal da alles platt. Will jemand mitfahren? Oh. Gab's da doch ein bisschen mehr auf die Fresse. Und da fällt mir auf, ich habe immer noch nicht meine Waffen, meine Panzerfabrik gebaut. Schön. Na toll. So, ein bisschen näher ran, bitte. Ach komm, springen wir den mal in die Luft. Hui! Ach, die hat's auch noch überlebt. Kriegst die Tür nicht zu. So, jetzt aber erst einmal ein Prospektor. Wollte gerade sagen, wollt ihr mal schießen und so? Habt ihr Bock? Södele! Was haben wir hier noch Schönes? Ja, nehmen wir jetzt erstmal die Aufklärung. Ach, wisst ihr was? Komm, wir holen uns jetzt mal Tanja und kombinieren die mal mit dem IFI. Dann gucken wir mal, ob das wirklich so sexy ist, wie Bishamon angedeutet hat. Da bist du. Oh, ich sollte mal vielleicht den Bau reparieren. Das könnte gut sein. So, nehmen wir den. Der hat nämlich schon eine Verbesserung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Schaden dann... Ja, wobei muss ja eigentlich, das ist ja dann das Fahrzeug. Ach, egal. Rein mit Titania und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Wir fahren los, okay? Greifen wir an. Feindliches Kommando geordnet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Präzision angegriffen. Ja, gegen Infanterie auf jeden Fall Bombe. Gegen Fahrzeuge mal schauen. Wahrscheinlich eher weniger. Aber gegen Infanterie auf jeden Fall sehr schön. Das ist gut. So, nuken wir erstmal hier der Gerät weg. Sonst nicht mal mit irgendwelchen Marine-Larrys auf den Senkel gehen zu müssen. Boah, ich hasse das immer so, dass einer seine Munition liegen lässt und deswegen alle da noch Ewigkeiten rumgammeln. Einmal das Türmchen wegnuken bitte, danke sehr. Ich kann das jetzt nicht drehen, zumindest weiß ich nicht wie. Was soll das jetzt? Hallo? Sie primitiver Gajin, Sie wagen es, Tokio anzugreifen? Inspektor Gajin. Huhu. Oha. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, aber irgendwie wird es schon gehen, hoffe ich. Oh. Huch. Da sag ich doch nur, hoppla.
Bremst und weg. So, kriegen wir den doch irgendwie klein. So, bevor der jetzt hier noch von... Ah, wobei, das Türmchen sollen wir, glaube ich, eher hier hinten hinsetzen. So, ich glaube, wir sollten allein schon aus Verteidigungsgründen 2, 3, 4 Athena-Kanonen hier hinstellen. Das fände ich, glaube ich, recht fesch. So, und du kannst doch jetzt bestimmt den hier auch... locker wegnuken, jawohl, kannst du wirklich, schön. Oh, einmal bitte ganz schnell zurück. Und das war's wahrscheinlich mit dir, jawohl, schön. Ach, es wäre auch zu schön gewesen, ne? Kriegen wir das nicht hier? Ja, doch, da. Na, klappt's. Ah, hat nicht ganz gereicht, schade. So, fangen wir nochmal mit der Nummer an. So, wollen wir dann doch mal hier unseren Spektrumturm bauen? Gut, ob das mit dem Erzabbau wirklich so stimmt, sei mal dahingestellt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar weitere Abwehrtürmchen. Oh, Tanja hat es auch zerrissen. Ja, gut. Schade, schade. Ach ja, wir brauchen ja hier nochmal die neue Freigabe. So, wir klären mal hier kurz ein wenig auf. Oh, weil ihr macht mal den platt. Es hat tatsächlich nicht gereicht. Ah, doch, es hat gereicht. Sehr schön. So, gerade eben noch. So, wir brauchen noch eine Freigabe für die Flugzeugträger. Aber wir können ja schon mal ein bisschen Verteidigungsmaßnahmen ergreifen. Weil du kannst mal hier beide entstehen und die tarnen. Okay,
So, was haben wir? Falsche Megateam, ja. Oh, 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 was kommt denn? Oh, scheiße! Was zur Hölle? Okay, wir sollten hier ein bisschen Luftabwehr hinstellen. Und was haben wir da Schönes? Oh. Schön ist das mit Sicherheit nicht, was wir da haben. Also ihr bleibt mal schön hier stehen. So, einfach mal alles weglasern, was da so kreucht und fleucht. So, können wir jetzt mal endlich hier unser Verteidigungsministerium bauen. Dann haben wir endlich mal unseren Spektor oder Spektrumturm, wie auch immer man es nennen will. Heißt glaube ich Spektrum, aber... Für dich immer, Schätzelein. Ihr miesen Penner. So, einmal bitte dahin. Was? Ach du, oh, Junge, du bist ja richtig fleißig. Entschuldigung, Mädel, du bist ein Mädel, ne? Fleißig, fleißig. So, ihr sollt jetzt nicht hier irgendwo in der Weltgeschichte rumgammeln. Nein. Oh, und warum bist du nicht dahin gefahren, du Arsch? Meine Fresse. Oh, Kinas. Schwimm doch mal bitte da rein. Dass der ein bisschen mehr Bums kriegt. Du kannst auch schon mal dahin gehen, damit der nächste, den wir da hinstellen, ein bisschen mehr Bums kriegt. Warte mal, das ist ja, ich glaube, das ist ja der Falsche. Ich wollte doch den hier die ganze Zeit bauen. Ja, ganz wichtig, als Flugzeugträger, der direkt neben einem Hafen parkt, wo man ihn reparieren kann. Erstmal als allererstes ganz weit weg vom Hafen fahren. Das ist immer die erste Regel. Also da hat er echt Hut ab, hat er gut aufgepasst. Miesen Penner, ey. Fangt gerade an, mir ein bisschen auf den Senkel zu gehen. Ja, und schon geht uns wieder das Geld aus. Das ist auch gerade ein Träumchen. Du musst mir jetzt ernsthaft erst sagen, dass du angreifen musst, bevor du angreifst. Und du fahr verdammt nochmal zum Hafen. Dann musst du dich eine halbe Stunde da im Kreis fahren. Ich sehe schon, unser Homeboy, der wird hier alles alleine machen.
frage mich, ob der auch so viel penetriert wird wie wir oder ob nur wir die glücklich sind, die diesen Genuss kommen, dass wir es permanent aufs Maul kriegen. Kannst du mal aufhören, einfach nur wegzufahren? Gott. Wie die ersten Menschen, unglaublich. Soll ich nicht mal hier mit der Chronosphäre vielleicht von ihm... So, bringe ich euch mal dahin. Dann gebe ich euch mal die Bitte, hier oben anzugreifen. So, ein Türmchen hier hilft mit Sicherheit noch. So, dann können wir bald endlich mal hier hinten wieder richtig loslegen. Ja, wieso? Ah, wartet mal. So, deswegen. Irgendwie hatte da einer... scheinbar keinen Bock da irgendwie mal ein bisschen vernünftig zu arbeiten. Naja, es geht mir so auf den Senkel. Ich komme irgendwie null vorwärts. So, und kannst du jetzt mal bitte endlich da nah ranfahren, damit du repariert wirst? Verdammt nochmal. Ja, mit nah ranfahren meine ich, bleib einfach 10 Meter daneben stehen, damit du nicht repariert wirst. Das war genau das, was ich von dir wollte, du Depp. Also, und sobald der Flugzeugträger... Ach nee, ich baue ja gerade gar keinen mehr. Schade, ich dachte, ich baue noch einen. So, wenn unsere Damen und Herren mit dem Flugzeugträger mal so nicht wären und angreifen würden, dann wäre ich sehr verbunden. Wäre Fahrradkette. Das war schon wieder mit unserer Luftabwehr hier hinten, meine Fresse. Ich glaube, ich überschätze einfach die Stärke der Flugzeugträger, habe ich so einen Eindruck manchmal. Egal. Macht unsere Luftschreit, macht das halt wie immer. Was machst du eigentlich? Du gammelst doch hier nur rum. Möchtest du nicht mal... hier so dieses Türmchen da zum Beispiel angreifen. Einmal zurück bitte, lass dich reparieren. Apropos reparieren, das Türmchen da kommt auch mal. Gut, lasst euch nicht reparieren, soll mir auch egal sein.
Na, guck, da ist doch kaum was. So, wieder was weggenugt. Und jetzt hat's mal wieder nicht gereicht. Schade! So, wo haben wir denn als nächstes drauf? Man macht immer den kalt. Machen wir erstmal den kaiserlichen VIP-Bunker platt, mein Gott. Echt eine schwere Geburt irgendwie, aber langsam wird ein Schuh draus. Was? Wo? Wie? Oh. Mir deucht, ich habe hier ein wenig etwas versäumt. Miesen Penner. So, Flugzeugträger regeln. Endlich mal. Ach ja, war herrlich. Endlich läuft noch einigermaßen rund. Was haben wir denn hinten? Ach, da sind noch die ganzen Häfen, ne? Ach, das sind nur ein paar Docks. Na gut. So, hätten wir das auch endlich mal platt gemacht. Wo sind unsere Ingenieure? Da? Ach, es sind ja nur. Ich brauche nur zwei. Na gut. Ach, hängst du jetzt hier fest oder was? Wegen des. Sehr gut, du bist hier irgendwie festgebackt. Das ist ja mal ein Traum. So, machen wir eben kurz die Tastenbelegung ein bisschen anders. Na, ihr braucht noch ein paar Sekündchen, bis ihr wieder voll seid. Sehr schön, die gehören schon mal uns. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber. Nee, nicht wirklich. Mal gucken, ob es damit vielleicht reicht. Leider nicht. Schade. So, dafür hat es aber gereicht. Schön. Dann seid so gut und macht den auch mal bitte platt.
Und das war's mit dem Flugzeugträger. Wow! Miesen Penner. Hallo, warum friert der Sack nicht ein? Na, immerhin haben wir da jetzt jemanden, der sehr gut verteidigen kann. Und der repariert sich das praktischerweise selber. Traumhaft. So. Dann seid doch bitte so gut und bombt mal hier fleißig alles weg. So, holen wir uns einfach mal ein paar falsche Jäger dahin. Ja, das war jetzt knapp. Einer hätten wir unseren eigenen Larry weggebombt. Ja, komm, das wird er wohl hinkriegen, oder? Wow, nur noch ein. Haben wir uns hier ganz schön zersiebt. Mein Gott, warum kriege ich denn den Larry da nicht platt? Na komm, geht mal bitte auf die. Geht doch. So, kriegen wir jetzt überhaupt noch hier irgendwas geschissen, oder? Mein Gott, warum kriegen wir den Typi denn da nicht platt? Der fliegt doch die ganze Zeit, oder nicht? So, wer hat denn noch hier? Du musst noch umstellen. Wisst ihr was, wir holen jetzt da eben ein, zwei Delfine dazu, denn sonst weiß ich nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Ach, du hältst den noch die ganze Zeit hier. So, jetzt gibt's immer bitte dreckig. Ja, geht doch. Mein Gott. So, jetzt machen wir das letzte da auch weg. Geschafft. Wir haben das Reich entmachtet. Das ist so fantastisch. Ich bin sehr stolz auf Sie. Ich meine, ich bin geehrt, dass ich bei diesem großen Sieg dabei sein durfte. Was für ein Sieg. Fantastisch. Ich war etwas unsicher, ob wir es schaffen werden. Aber jetzt ist klar, dass Sie es ernst meinen und den Krieg nicht auf die leichte Schulter nehmen. Tja, es war mir ein Vergnügen, Commander. Das ist dir erst jetzt klar? Dankeschön. Mann.
Sehr schön, Sieg. War zwar ein bisschen Quälerei, aber Hauptsache wir haben es geschafft. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Mission. Bis dahin, tschüss, Sikorsky.